Gib Gas! Wir wären längst da, wenn Roman nicht so ein Fort Knox auf Rädern fahren würde. Jetzt kannst du mich glänzen sehen, Baby. Wir sind eingeschlossen. Das ist eine Falle. Das ist eine Bombe. Gut, der Teufel, was sprengen wir jetzt in die Luft? Was? Den Vatikan? Wow. Aber dann kommt ihr in die Hölle. Gott, du fliegst gleich in die Luft! Der große Dom Toretto. Hättest du dich nie in das Lenkrad gesetzt, wäre ich nie der Mann geworden, der ich bin. Und jetzt werde ich deine Familie zerstören. Stück für Stück. Ich bin dem Teufel begegnet. Tommy, ich wusste, du würdest mir folgen. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach alle aufeinander schießen? Zeit, das hier zu beenden. Lass uns ein paar Gräber ausheben. Dir kann man echt nicht trauen. Hey, du stehst auch nicht auf meinem Wunschzettel. Die Kavallerie ist da. Cheers. Wir brauchen Waffen und Autos. Ach du Kanonenautos. Magst du Überraschungen? Ich liebe sie. An deiner Stelle würde ich unten bleiben. Dafür musst du fester zuschlagen. Das Spiel ist zu Ende. Du verlierst. Das ist dein letztes Rennen. Dann schnall dich mal an. Mir eins. Du kannst überall hin. In andere Zeiten. Ein anderes Universum. Warum willst du bleiben, um dieses zu retten? Weil in diesem meine Mom am Leben ist. Ich will sie nicht nochmal verlieren. Die Zeit hat ein Muster. Sie immer wieder durchlaufen muss. Verschiedene Menschen, verschiedene Welten, die sich gegenseitig anziehen wie Magneten. Das ist mein Gesicht. Du hast mein Gesicht geklaut. Wenn du in die Vergangenheit reisen würdest, kannst du unmöglich die Konsequenzen voraussehen. Bruce, ich kann das in Ordnung bringen. Du könntest auch alles zerstören. Das darf nicht wahr sein. Ich habe das Universum zerstört. So hart. Wir haben auf dich gewartet. Ich habe eine Welt ohne Metawesen erschaffen. Jetzt kann uns niemand beschützen. Brauchst du Hilfe? Du bist... Ja. Ich bin Batman. Was, wenn ich das nicht rückgängig machen kann? Wenn ich nicht mehr zurück kann? Es gibt vielleicht keine Zukunft. Wie ist der Plan? Batman, was machen wir jetzt? Wir versuchen nicht zu sterben. Das ist nicht Clark. Mein Name ist Kara. Wir sind Barry.
Larry, was machst du da? Unsere Kinder werden das sehen wollen. Manchmal müssen wir, um das Richtige zu tun, das aufgeben, was wir am meisten wollen. Jeden Tag wache ich mit dem Wissen auf, dass je mehr Menschen ich zu retten versuche, ich mir umso mehr Feinde mache. Das ist meine Chance, mich zu beweisen. Jeder kann die Maske tragen. Aber wie du sie trägst, darauf kommt es an. What's up, Danger? Miles! Willst du hier raus? Oh, Gwen? Warte mal, es gibt eine Elite-Gruppe, der die besten Spider-Leute angehört? Oh ja? Wer ist der Neue? Das ist echt unglaublich. Das ist die Lobby. Miguel O'Hara. Das Ganze hier war seine Idee. Was muss man tun, um im Spider-Team dabei zu sein? Du kannst nie Teil davon sein. Ich will gar nicht erst anfangen von Dr. Strange und dem kleinen Nerd auf Erde 1999-99. Komm schon, sei nicht so hart zu dem Kleinen. Er hatte einen ganz furchtbaren Lehrer. Peter! Miles! Mayday! Du hast ein Baby! Ich hab ein Baby. Wir nehmen den Pulsen. Was für ein Pulsen? No. Ich übernehme das jetzt. Miles, Spider-Man zu sein, heißt Opfer zu bringen. Du hast die Wahl, eine Person zu retten oder alle Welten. Schick mich nach Hause. Das kann ich nicht tun. Ich kann beides. Spider-Man hat doch immer... Nicht immer. Und was ist mit Onkel Ben? Ohne Onkel Ben wären die meisten von uns gar nicht hier. Can't stop me now! Du kannst nicht ewig davonlaufen, Kleiner. Ich kann nicht noch einen Freund verlieren. Miguel, das habt ihr so nicht besprochen. Du hast es gewusst? Du weißt nicht, was du da tust. Alle sagen mir ständig, wie meine Geschichte ablaufen soll. Nein. Ich mach mein eigenes Ding. An alle Einheiten, stopp Spider-Man! Du? Warte, du? Du? Und dann sag ich zu meinem Onkel und... Lass mich raten, er ist gestorben. Ich bin jetzt im Ruhestand. Wenn das so ist, was trinken wir? Einen für meine Patentochter. Mein Vater sagte mir, du hast etwas gefunden. In einem Zug während des Krieges. Ein Rad, das den Verlauf der Geschichte ändern könnte. Warum jagst du dem Ding nach, das deinen Vater um den Verstand brachte? Keine Bewegung. Wir müssen hier verschwinden. Stopp! Entschuldige. Helena! Dr. Jones. Findet ihn. Hitler machte Fehler. Und damit werde ich sie korrigieren. Sie haben es gestohlen. Dann haben sie es gestohlen. Und dann habe ich es gestohlen. Das nennt sich Kapitalismus. Schnallen Sie sich an. Es könnten Turbulenzen auftreten. Du hast deine Chancen genutzt. Fehler gemacht. Und jetzt ein letzter Triumph. Iggy! Mach ihn in die Hölle heiß! Indiana Jones! Ein paar Mal in meinem Leben habe ich Dinge gesehen. Ich wurde mit Voodoo gefoltert. 9-mal angeschossen. Auch einmal von deinem Vater. Entschuldigung! Doch danach habe ich gesucht. Ein ganzes Leben. Captain Rambo! Was zur Hölle soll das werden? Nähere mich dem Sprungpunkt. Zeit für ein paar Messwerte, Fury. Monika! Hallo? Monika! Hallo? Captain Rambo? Ja! Nick Fury! Hi! Hi! Ist das ein Avengers-Test?
ist Captain Rambo. Warte! Was zur... Hi. Wir suchen Kamala Khan. Ah, gehör ich jetzt dazu? Okay, also unsere Kräfte sind verbunden. Ich kann Lichtenergie manipulieren. Und du, soweit wir wissen... Ich zeig's euch einfach. Nein! Oh, nicht schon wieder! Hi. Wo ist unsere Tochter? Wo auch immer du warst. Wir sind ein Team? Nein, 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 wir sind kein Team. Wir sind kein Team. Zurück! Mich musst du fürchten, Prime. Eine Dunkelheit zieht herauf. Rechts ranfahren! Ich fahr gar nicht! And if you don't know, that is old. Die Bedrohungen aus deiner Vergangenheit und Zukunft sind nichts gegen diese. Sollen sie kommen? Das bilde ich mir ein. Das bilde ich mir ein. Okay, ich bilde es mir nicht ein. Also ist es so. Ich bin Star-Lord. Ich habe die Guardians gegründet. Hab ein Mädchen getroffen, mich verliebt. Sie ist gestorben, aber kam dann zurück. Kam zurück und war echt scheiße. Oh, bitte. Du hast ein paar wichtige Infos weggelassen, aber im Wesentlichen stimmt's. Meine heilige Mission ist es, eine bessere Gesellschaft zu erschaffen. Er wollte nie was besser machen. Einfach nur gehasst, wie es war. Ihr sollt wissen, ich bin dankbar, an der Seite meiner Freunde zu kämpfen. Äschert sie ein. Wir haben immer nach einer Familie gesucht, bis wir uns gefunden haben. Seid ihr bereit für ein letztes Abenteuer?
werden gemeinsam fliegen. In den unendlichen und wunderschönen Himmel. Wen auch immer du da geliebt haben willst, sie klingt mehr nach ihr. Sie? Total lächerlich. Ganz sicher nicht. Lass den Scheiß! Was denn? Wusste gar nicht, wie schwarz deine Augen sind. Sie wurden von meinem Vater ersetzt, um mich zu foltern. Er hat ein schönes Paar rausgesucht. Verzeihung, Mr. Reyes. Kratzt du noch den Kaugummi von der Liga oder was? Es fühlt sich alles gerade so unerreichbar an. Du landest immer auf den Füßen, Bro. Du bist Heime. Wir kommen nicht oft raus. Jenny. Schütze es mit deinem Leben, aber mach es nicht auf. Du wolltest uns Jobs besorgen und kommst mit einem Hamburger zurück? Ich glaube nicht, dass das ein Burger ist. Du hast nicht nachgesehen? Was zum Teufel ist das? Wie hast du es dazu gebracht? Ich glaube, es mag mich. Was ist denn dein Gesicht? Heime. This ain't what you want. 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 Miro? Nett wird verbunden. Wer hat das gesagt? Oh, ich bin im Weltraum. Bereit zum Wiedereintritt. Warte. This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want. Oh, das geht hier ab. I just wanna rock. Das heißt Skarabäus. Es ist eine Art Weltvernichtungswaffe. Es beschützt seinen Sinn. This ain't what you want. Manchmal tut es, was du willst, und manchmal auch nicht. Ich glaube, ich habe einen Bus zerteilt. Skarabäus hat dich auserwählt. Aber er gehört mir. Die Liebe zu deiner Familie macht dich schwach. Das Universum hat dich beschenkt. Und du musst dir überlegen, was du damit machst. Was immer du dir vorstellst, ich kann es erschaffen. Lass uns Spaß haben. Gute Wahl. Voll das Batman-Zeug. Batman ist ein Faschist. Wir stellen uns eine Zukunft vor. Und unsere Vorstellungen schockieren uns. Aber sie werden sie erst fürchten, wenn sie sie verstehen. Und sie werden sie erst verstehen, wenn sie sie einsetzen. Mit Theorie kommt man da nicht weiter. Ich weiß nicht, ob man uns eine solche Waffe anvertrauen kann. Aber wir haben keine Wahl. Jemals die Wahrheit darüber erzählen, was hier passiert.
bist mein Fields. Willkommen. Ich bin Dracula. Aus ihm wird gewiss ein sehr guter Assistent. Nein, er ist böse. Wir werden dich beschützen bei der Ehre der vertrauenswürdigsten Institution der Welt. Der katholischen Kirche. Deine einzige Bestimmung ist es, mir zu dienen. Jetzt, lass uns echt. Ich will einfach wieder ein normales Leben. Gott segne Sie, Mr. Renfield. Oh, gleichfalls, liebe Nonne. Sie sind ein Held. Robert Montague Renfield. Lassen Sie mich erklären. Ich arbeite für Dracula. Graf Dracula. Das ist der echte fucking Dracula! Manche nennen mich den Finsteren. Andere den Herr des Todes. Sie bringen ihm Menschen zu essen? Ich mache schon noch andere Sachen. Zum Beispiel waschen Sie seinen Umhang? Der Umhang darf nur in die Reinigung. Ganz wichtig. Würde ich auch anziehen, ist voll geil. Sie sind, glaube ich, doch nicht so schlecht. Sie können nur frei sein, wenn Sie sich gegen ihn behaupten. Ich lasse mich von euch nicht länger missbrauchen. Ich habe ein Recht auf Glück. Ich will dir mal was erklären, okay? Du hast nur ein Recht auf zu leiden. Eine Armee des Todes werde ich entfesseln. Ein jeder, der dir lieb geworden ist, der wird leiden. Und bloß, weil du mich verraten hast. Wir müssen ihn vor Sonnenuntergang stoppen. Glück verdient. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein. Kennen Sie das, wenn sowas Irres passiert und jemand sagt, ist okay, hab schon Schlimmeres gesehen? Ihre ganze Aktion da gerade ist ab jetzt mein Schlimmeres. Das mag ich an meinem Job auch am wenigsten. Barbie! Hi, Ken! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Ken! Hi, Ken! Put the radio fast and goes cruising just as fast as she can now! Ich könnte doch bei dir übernachten. Wieso? Weil wir zusammen sind. Was machen wir dann? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Okay, Ladies, jetzt geht's los. Was machst du denn hier? Ich komme mit dir. Hast du deine Rollerblades dabei? Ohne die gehe ich doch nirgendwo hin. Ah, sieht aus, als wäre der Strand zu viel Strand für dich, Ken. Wenn ich nicht schwer verletzt wäre, würde ich dich in den Sand stoßen, Ken. Ich stoß dich überall rein, Ken. Wer ihn stößt, muss mich erst mal stoßen. Ich habe nichts dagegen, euch beide irgendwo zu stoßen. Komm, beide stoßen mich doch. Niemand stößt hier irgendjemand irgendwo. Vor 7 Jahren. Ging eine unglaubliche Geschichte durchs Internet. Mit 22 hatte ich eine Begegnung mit der russischen Mafia. Ich war auf einer Studentenreise. Das ist Igor. Er ist hier, um euch zu beschützen. Er ist sehr gefährlich. Redet nicht mit ihm und gebt euch nicht mit ihm ab. Ich will mich unbedingt mit ihm abgeben. Ich konnte kein Wort Russisch. Ja, Maschine. Kein Wort, außer... Das war echt der beste Sommer meines Lebens. Komm den aus. Das ist Russland! 23 Jahre nach diesen Ereignissen geht die Geschichte weiter. Was ist mit dem Hemd passiert? Yo, Maschine! Heute nicht, komm, heute nicht. Mein Dad ist hier. Du hast Geld bezahlt, um dir die erfundene Zugüberfallgeschichte von meinem Sohn Dad, anzuhören? Zum 100. Mal, das ist echt passiert. Er ist 2 Sekunden hier und ich bin schon auf 180. Guck ihn dir an! Hey, Puh-Bär! Er ist ein Monster.
Bist du die Maschine? Ben, die Feier steigt raus. Vor 23 Jahren hast du meinem Vater das Einzige gestohlen, das ihm je wichtig war. Entschuldigung. Wenn das hier irgendeine TikTok-Verarsche ist, platzt mir der Sack. Klar ist das eine Verarsche. Das ist eine Spielzeugknarre. Oder auch nicht. Du kommst wieder mit mir nach Russland. Russland? Oh, shit. Wenn du versuchst, abzuhauen. Der bringt ihn auf. Ben, wieso redest du so schnell, als wärst du auf Speed? Weil ich auf Speed bin! Oh, noch mehr Drogen! Scheiße! Bert, zieh dein Hemd aus und zeig diesen Mistkerlen, der du wirklich bist, Junge! Jetzt kriegt er eine Party von mir! Gott verdammt, er ist die Maschine! Gut, ich schieße ihm nur ins Bein, okay? Oh mein Gott, jetzt komme ich in die Hölle! Ich habe einen getötet! Also wenn man es genau nimmt, hast du viele getötet. Ja. Ich bin kein Held. Ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch, der auf dem richtigen Weg bleibt. Die ehrbare Song-Dynastie ist von Feinden umgeben. Meister Ma wurde letzte Nacht getötet. Von einem Verräter. Jemand hat ausgesagt, dass du es warst. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Sie sagen, ich hätte meinen Meister getötet. Meine Eltern. Jeder behauptet, er wäre ein Schurke. Ich werde nicht wegrennen. Vater, ich folgte deinem letzten Wunsch. Töten wir diesen titanischen Bastard! Tut den Verräter! Solltest du es bevorzugen, dich nicht zu ergeben, wirst du hier und jetzt den Tod finden. Lasst es uns heute Abend beenden. Gemacht. So ein Armleuchter. Gekalia! Hallihallo, Freunde! Nein! Vini, Vivi, Vici. Wir haben jetzt die neuen Outfits bekommen. Kürzer als die alten. Was für ein Zufall. Wer kann, der kann. Oh, du schon wieder. Guck, Julius! Sei tapfer, hinterlistig. Mit einem Wort. Seid Gallier! Ah! Schön vorsichtig, denn da ist ordentlich was drin. Ja. Hast du davon getrunken? Ich hab nur ein bisschen abgeschwemmt. Ich darf das nicht trinken, weil ich da als Kind mal reingefallen bin. Doch, dann tut's nicht so doll weh. Kennst du noch Markus Malakowicz? Den musst du doch machen! Tja, er wurde gefeuert. Markus, runter vom Platz. Oh! Das war nicht schön. Nur schlechte Nachrichten für die Iowa Stallions. So ein Idiot. Ah. Mr. Marakovic, ich biete Ihnen gemeinnützige Arbeit an. Sie trainieren Erwachsene mit kognitiver Beeinträchtigung. Euer Ehren, reden wir hier von Schwachsinnigen. Keine Pfui-Wörter benutzen. Okay, Freunde, fangen wir mal locker an, Kontakt mit den Bällen aufzunehmen. Mit Bällen spielt meine Freundin gern.
Es ist unmöglich, diese Jungs zu trainieren. Du musst ja nicht die Lakers aus ihnen machen. Die sollen sich wie ein Team fühlen. Ah, ich glaube, wir brauchen Hilfe. Du bekommst jemand von der Verletztenliste. Argentina! Argentina! Willkommen im Team, Cosentino. Wozu das Boogieboard? Das lass mal meine Sorge sein. Wo habt ihr den denn her? Der war auf einmal plötzlich da. Das ist meine Schwester, Elix. Magst du Carpool-Karaoke? Ich mag kein Karaoke, Du kennst das Spiel besser als jeder andere. Ihr müsst doch verteidigen, Freunde! Du musst lernen, Beziehungen aufzubauen. Für mich ist das alles neu. Ja, merkt man. Hey, wir sind die Nächsten. Zwing mich nicht, es zu sagen. Was zu sagen? Das sind wir hin. Das ist ein Pfui-Wort. Wir sind die Nächsten. Coach, das fühlt sich nicht gut an. Ich müsste eigentlich in der NBA coachen. Tja, man weiß nie, wo die Dinge hinführen. Keine Frage. Du kannst dieses Team ins Finale der Special Olympics führen. Dann bist du vielleicht wieder bereit für die NBA. Das ist eine unglaubliche Geschichte, Coach. Marcus ist nur noch ein Sieg von der Qualifikation für die Regionals entfernt. Ich weiß nicht, ob ihr mutig seid oder durchgeknallt. Komm, drück mich, Coach. Aber ich weiß, dass das eure Chance ist, Champions zu werden. Stress mit der Freundin? War nett mit dir. Du warst ganz passabel. Ich hab keine Freundin. Macht Sinn. Was? Wieso? Bin ich so hässlich? McConaughey bist du nicht. Ich hatte eine Vision. Menschen, die brannten. Und alles war zerstört. Es war Athena. Sie war es. Ich war das. Wir passen auf, dass das nicht passiert. Ich hab dich im Ring gesehen. Du bist derjenige, Seiya. Was, wenn ich dir sagen würde, dass Hyena hier die Reinkarnation der Göttin Athena ist? Und du bist auserwählt, sie als Krieger des Zodiac zu beschützen. Wie fühlt sich's an, so als Göttin? Manchmal fühle ich mich nur wie ein Gast in meinem eigenen Körper. Bist du bereit zu trainieren? Der Pegasus-Krieger ist mutig. Demütig. Und bereit, sie mit seinem Leben zu schützen. Wie zur Hölle machst du das? Der Krieg, der uns bevorsteht, wird wie keiner zuvor. Ich muss den Rest von uns vor ihr beschützen. Denkst du, ich wollte das alles hier? Seine Stärke ist auch seine Schwäche. Lernt er sie zu beherrschen, wird ihn niemand mehr aufhalten können. Ich denke mal, anschnallen wäre besser. Denkst du, du bist der Einzige hier? Unsere Wohl sind vorbei. Das ist unsere Chance, die Wahrheit zu kontrollieren. Das Konzept von Recht und Unrecht für die kommenden Jahrhunderte. Sie kämpfen für ein Ideal, das nicht existiert. Nie existiert hat. Entscheiden Sie sich für eine Seite. Thank you.
weiß, diese Regeln fühlen sich vielleicht einengend an. Aber der Sinn dieses Kurses besteht darin, zu lernen, klar und überzeugend zu schreiben. Denkt drüber nach. Denkt über die Wahrheit eurer Argumente nach. Du bist ein toller Mensch, Ellie. Ich könnte mir keine unglaublichere Tochter wünschen. Versuchst du gerade, einer Vater zu machen? Wer hätte mich schon gern als Teil seines Lebens? Hast du noch Kontakt zu Mom? Sie erzählt sowieso immer nur von dir. Wieso? Weil ich nur etwas über dich hören will. Wieso bist du so fett? Jemand, der mir nahe stand, ist gestorben und das hat mir zu schaffen gemacht. Das letzte Mal hast du sie gesehen, als sie 8 war und jetzt willst du wieder Kontakt zu ihr? Tut mir leid. Das gefällt mir nicht, das ist keine gute Idee. Tut mir leid. Wenn du noch einmal sagst, tut mir leid, ramm ich dir ein Messer in den Bauch, das schwöre ich dir. Na los, was soll schon sein? Meine Organe sind mindestens 60 Zentimeter entfernt. Warum willst du sie plötzlich sehen? Wieso denn jetzt? Liz. Ich habe Angst, dass sie vergessen hat, was für ein wundervoller Mensch sie ist. Ich will nur, dass sie eines Tages ein gutes Leben hat, in dem ihr Menschen wichtig sind und dass sie zufrieden dabei sein wird. Ich will wenigstens eine Sache in meinem Leben richtig gemacht haben. Wir wollen das Ewigreich vergessen, ein für alle Mal. Mein Hirn war wie benebelt in den letzten Jahren. Alles, was ich wollte, war dir ein guter Vater zu sein. Dalton. Mom. Renee. Konnte dir keiner helfen? Ich hab einfach nur da durchkommen wollen. Fahr du doch Dalton ins College. Nur eine Idee. Das bringt euch vielleicht wieder ein bisschen zusammen. Zeichnen Sie ein Erlebnis, das Sie geprägt hat. Mit 10 Jahren fiel ich ins Koma. Aber ich weiß gar nicht mehr warum. Versinken Sie in Ihren Erinnerungen. Und dann sehen wir, was sie ans Licht bringen. Ich sehe lauter verrücktes Zeug. Ich glaube, die Zeichnungen haben was mit meiner Vergangenheit zu tun. Es gibt so viel, das du nicht weißt. Und ich hatte Angst, dir die Wahrheit zu sagen. In unserer Familie gibt es Geheimnisse. Wir haben sie immer verdrängt. Ich spüre, dass uns etwas verfolgt. Das klärt man nur auf eine Art. Wenn ihr die Toten aufweckt, denkt dran, je weiter ihr vordringt, umso gefährlicher wird eure Reise. Wenn es beängstigende Dinge gibt, die wir nicht verstehen, dann versucht unser Verstand, die Lücken zu füllen. Es ist manchmal das Beste, sich der Sache zu stellen. Also, dieses Licht wird sich erstmal nicht verändern. Es bleibt, wie es jetzt ist. Aber irgendwann fängt's an zu flackern, bis der Raum völlig dunkel ist. Also musst du dich hier vor nichts fürchten, okay? Siehst du dasselbe langweilige Behandlungszimmer wie vorher? Nur du, deine Schwester und ich. Geht's dir gut? Es ist nicht echt. Ist schon okay. Schon okay. Das ist alles in deinem Kopf. Eddie.
etwas in meinem Zimmer. Du glaubst mir. Oder nicht? Es gibt so etwas wie Monster nicht. Du musst erwachsen werden! Ich meine es ernst, Sawyer. Ich will jetzt allein sein! Ich habe nicht genug getan, deswegen verhält sie sich so. Was soll denn das sein? Das ist das Ding, das irgendwann ihre Kinder holt, wenn sie mal nicht aufpassen. Du musst auf mich hören! Okay. Ich höre auf dich. Schätzchen, ich mach das schon. Für Sie, Ihren Ehemann und das Baby beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Ich verordne Ihnen Bettruhe bis zum Ende der Schwangerschaft. Nun beginnt eine wohlverdiente Ruhepause. Auf ein Leben gerechnet sind 9 Monate keine lange Zeit. Und wie die meisten werdenden Mütter, werden sie warten. Und warten. Diese letzten Wochen ziehen sich manchmal ein wenig hin. Willst du spielen? Sorgen Sie sich nicht. Atmen Sie ganz ruhig. Ich habe seltsame Geräusche gehört. In diesem Haus geht irgendwas vor sich. Gegebenenfalls können Ihnen Medikamente verabreicht werden. So bleiben Sie ruhig und gelassen. Entspannen Sie sich. Sie werden nicht allein sein. Bleiben Sie zuversichtlich. Jeder wird irgendwann ein bisschen ungeduldig. Lassen Sie sich davon nicht beunruhigen. Was geht jetzt in Ihrem Körper vor sich? Atmen Sie ganz ruhig. Entspannen Sie sich. Ein neues Leben zur Welt zu bringen, ist einfach wunderbar. Entspannen Sie sich. So finden Sie Ruhe. Willkommen zu Hause. Ich weiß, es ist nicht so schön, wie ich gehofft hatte. Aber ich werde eine Vanilleduftkerze anzünden und dann wird es im Handumdrehen gemütlich. Bist du dir sicher? Weg hier. Diese Villa ist völlig durchgeknallt. Und sie braucht jede Hilfe, die sie kriegen kann. Willst du ein Held sein? Ich passe. $2,000. Wie ist die Adresse? I'm gonna move into a house without a window. So I won't see you walking by. Leute! Walking by. Helft ihr mir mal! Dieses Haus spielt einem gern Streiche. Ach du meine Güte. Seht ihr das auch? Ja, ich sehe es. Seid vorsichtig. Hinter jeder Ecke lauert der Tod. Vielleicht tauchen noch andere, stärkere Mächte auf. Nicht solange wir hier sind. Was willst denn du dagegen tun? Ernsthaft? Ja. Die sind doch schon tot. Sie sind dann noch toter. Okay. In my house will I win. Was ist los, Schwesterherz? Ich hatte einen wunderschönen Traum.
war ein perfekter Tag. Und ich dachte nur daran, wie unbedingt ich euch aufschlitzen wollte, um in eure Körper zu kriechen. Damit wir eine glückliche Familie bleiben können. When I was just a little girl, I asked my mother. Was ist das, Danny? Hab ich gefunden. What will I be? What she said to me. Jetzt mach auf. Du siehst nicht so gut aus, Mom. Ich will nur eine Umarmung und einen Kuss von dir, dann wird alles wieder gut. Bringe uns hier raus. Ich verspreche es. Du wirst mal eine gute Mom, Tante Beth. Oh ja? Ja, du kannst gut Kinder anlügen. Mom? Mami ist jetzt bei den Maden. Finnischer Kommandosoldat. Er verlor seine Heimat und seine Familie im Krieg. Er wurde zu einem Ein-Mann-Todeskommando. Er ist ein fieser Dreckskerl, mit dem man sich nicht anlegen will. Ihr werdet sehen, was passiert, wenn ihr ihm alles genommen habt. Glaubst du auch, er ist unsterblich? Nein, er weigert sich nur zu sterben. Wie viele Minen haben wir hier gelegt? Es waren alle. Du und du. Es geht nicht darum, wer der Stärkere ist. Hier geht's darum, nicht aufzugeben. Wir haben dafür ein Wort in Finnland. Sisu! Vielleicht haben wir doch ein Problem. Alle Mann an Deck! Alle aufs Schiff!
der Oberfläche. Ein Mann wäre fast ertrunken. Ich musste ihm helfen. Deine Besessenheit von den Menschen muss aufhören. Ich will doch nur mehr über sie wissen. Ariel! Nicht! Armes Kind. Ich kann dir helfen. Du kannst in dieser Welt nicht leben, es sei denn, du wirst selbst ein Mensch. Ist das denn möglich? Das ist meine Lebensaufgabe. Irgendetwas an dir ist anders. Ich weiß nicht, was es ist. Sie hat Beine, du Dussel. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, doch fängt mein Leben dann endlich an. Dann werd ich dein, dann wirst du mein. Wer alles in Element City lebt. Luft schwebt öfter mal gefährlich neben der Spur. Oh, meine neue Jacke. Erde kann manchmal ein bisschen schmutzig sein. Alles ganz sauber hier. Wir pflücken nur ein bisschen. Wasser lässt sich gern mal mit reinziehen. Hilfe. Und Feuer. Ihre Lieferung. Wir sind kleine Hitzköpfe. Der Laden ist der Traum unserer Familie. Eines Tages gehört er dir. Aber wir leben alle nach einer einfachen Regel. Elemente vermischen sich nicht. Was zur... Durch das Rohr bin ich völlig außer Form. Alter. Oh, viel besser. Oh. Du warst noch nie außerhalb von Firetown? Sorry, aber Elemente vermischen sich nicht. Und mein Vater würde dich lebendig verdampfen. Warum darf dir jemand vorschreiben, was du mit deinem Leben anfängst? Na komm! Wozu gibt's die eigentlich? Na, keine Ahnung. Schau dir das mal an! Ember, du hast dich verändert. Ein Wasserjunge? Hier wohnst du? Meine Mutter wohnt hier. Wir haben zwei Kinder, die hier irgendwo rumplanschen. Marco! Polo! Was ist? Ich wollte immer meinen Vater glücklich machen. Aber ich habe mich nie gefragt, was ich mir eigentlich wünsche. Probier das! Paps, die sind zu heiß. Ich liebe heißes Essen. Siehst du? Er mag's. Sag mal, du bist aber eine Schmusekatze. Na los, komm. Oh ja, Lou, das ist gut. Wo hast du sie gefunden? Kätzchen neigen zum Ausprobieren. Wähle deine Waffe. Und es folgt eine Dummheit. Lou, wir sind da. Oh nein, komm zurück! Bottle of the free. Another night of dreams. Where's the other cheek? Was machst du hier? Guten Tag, Frau Nachbarin. Ist es das, was du suchst? Wieso magst du keine Kinder? Ich bevorzuge Tiere. Ich würde auch gern so groß werden wie du. Erwachsen werden und auf ein Abenteuer gehen. Eine kleine Katze. Wir haben Angst vor den Dingen, die wir noch nie gesehen haben. Weil wir sie nicht kennen. Entdeck die große Welt. Nein, du! Komm mit auf ein Abenteuer. Er ist ganz allein im Wald. Lou, du bist ja gar nicht mehr die gleiche Katze. Er
Er wird überleben. Ich hab dich auch lieb. Lou, Abenteuer auf Samtpfoten. Im Kino. Der Ozean ist eine geheimnisvolle Welt. Die Menschen wissen mehr über die Oberfläche des Mars als über den Grund des Ozeans. Und die Meeresbewohner, die dort leben, nun ja, sogar die, die man sich vorstellt, stellt man sich falsch vor. Zum Beispiel der mächtige Riesenkrake, blutrünstiges Ungeheuer, Versenker von Schiffen. Woher kommt das überhaupt? Kraken sind majestätische Kreaturen und edle Beschützer. Ich bin Ruby Gilman, ein normaler Teenager. Seit Generationen haben die Kraken die Meere beschützt, um uns vor der mächtigsten und gefährlichsten Kreatur von allen zu bewahren. Der Meerjungfrau? Ja, der Meerjungfrau! Aber die Menschen lieben Meerjungfrauen. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch, gewöhnliches Kind. Ja, natürlich tun sie das. Die Menschen sind dumm. Ich bin Scherzi. Meerjungfrauen sind egoistisch, arrogant und selbstverliebt. Ich bin umwerfend. Ja, die Queen. Die schlimmsten von allen. Was passiert hier? Pass doch auf. Entschuldigung. Hey. Alles okay? Ich kenne dein Geheimnis. Du bist eine Krake, die sich als Mensch tarnt. Ich muss jetzt wirklich los. Und schon bald wird jeder die Wahrheit erfahren. Küsschen. Bereit für deine Bestimmung? Ich will nur mein Leben leben. Du hast Kräfte jenseits deiner Vorstellungskraft. Das ist dein Moment, Ruby. Ich werde mich nicht mehr verstecken. Grandmama? Ja? Zeig mir, wie ich meine Kräfte einsetzen kann. Da wären Tarnung, Supergeschwindigkeit, Schutzpanzer. Mal sehen, wozu du so fähig bist. Ich hab Laseraugen? Ja, die sind echt der Hammer. Oh, du bist nur ein dummer Teenager. Ich bin eine gewaltige Meerjungfrau. Klopf, klopf! Egal wie groß die Herausforderung ist, ein Krake wird sie immer annehmen. Lass uns die Show beginnen. Glaubst du an Magie? Es gibt geheimnisvolle, unbekannte Kräfte, die alles um uns herum beeinflussen. Es ist soeben eingetroffen. Unter ihnen ist eine sehr gefürchtete. Wenn sie in die falschen Hände gerät, steht das Schicksal der Welt auf dem Spiel. Ich höre die Wut der ganzen Welt. Marinette, ich schlage vor, ich bring dich nach Hause. Hab's eilig. Freunde laufen nicht vor Freunden weg, die einen hassen. Endlich! Du bist die Auserwählte. Gemeinsam machen wir die gefährlichsten Stunts, riskieren unser Leben und retten die Welt. Bereit? Das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Du bist nicht allein. Du hast einen Partner. Hallo, was sollst du darstellen? Eine Wassermelone? Entschuldige mal. Ich bin der neue Held der Stadt. Hier, um die Welt zu retten. No! Ihr müsst Hawkmoth besiegen. Er verwandelt Hass und Wut in diese furchtbaren Kreaturen. Ich regel das. Attacke! Denkt daran, gemeinsam seid ihr unschlagbar. Hast du Angst zu versagen? Oder hast du Angst zu kämpfen? Ihr beide habt ein Geheimnis. Was? Nein, ist nicht so, wie du denkst. Ja, nein. Das wurde aber schnell peinlich. Kommt, Leute, es geht los! Everyone can see we're together.
Bobby, es wird Zeit für die königliche Hochzeit. Heiraten wir. Blanche! Was? Ich meinte natürlich Bridget und Grizzle heiraten. Ja, wäre ja voll schräg, wenn wir heiraten. Ja, super schräg. Oh Mann, das war eine irre Junggesellenparty. Ah, Herr Wolke fühlt sich nicht so gut. Tiny Diamond, du bist ein niedlicher kleiner Blumenjunge. Oh, wirklich, Daddy, ich bin ein niedlicher kleiner Blumenmann. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt. Stopp die Hochzeit! Ich bin John Dory, Branchs verloren geglaubter Bruder. Oh. Was? Oh, Drama. Popcorn-Dinkels. Du bist der Typ von Brozone. Wir haben gerade eure Songs gehört. Brozone's back, all right. Ready or not, already your body's staying alive. Baby Branch! Das alles war einmal. Branch, warum hast du mir nie erzählt, dass du einen heimlichen Bruder hast? Ich korrigiere. Er war mein Bruder. Meine Brüder haben mich verlassen und sind nie zurückgekommen. Branch, wir laufen nicht mehr in Sync. Wir wurden von Boys to Man und jetzt gibt's nur noch One Direction für uns. Zu den Backstreets. Branch, suchen wir die restlichen Brüder und bringen die Band wieder zusammen. Bro-Time! Das wird das beste Familientreffen aller Zeiten. Brozone 2.0. Brozone Wiedervereinigung. Brozone, es gibt wieder Bros. Brozone, wo sind die Bros? Keine Ahnung, aber wir finden sie. Tiny, Branch, Poppy und irgend so ein Typ. Was? Gehen auf musikalisches Abenteuer. Oh, hey Tiny, dieser Knopf da, siehst du den? Oh, du meinst den Knopf, den ich eigentlich unbedingt drücken will? Drück drauf. Oh, ho, ho. Wow, das war ein bisschen zu viel, Hustle. Sieh dir das an. Meine Eltern laden uns übers 4. Juli-Wochenende in ihr Sommerhaus ein. Ich kann meinen Vater nicht allein lassen. Wieso, nehmen wir ihn nicht mit? Nein, lieber nicht. Bitte, zeig dich von deiner besten Seite. Du, der Sohn, erzählst mir dem Vater, wie er sich benehmen soll? Wow, das ist ja der Wahnsinn. Die gratschen wohl ganz gern. Das nennt man Liebe und Zuneigung. Du hast mir bei unserer ersten Begegnung im Kreißsaal nur die Hand geschüttelt. Was hätte ich sonst tun sollen? Wir kannten uns nicht. Arbeiten diese Leute auch? Sebastian, ganz ehrlich, ich glaube, du passt nicht zu denen. Die sind komisch, die haben Vögel als Haustier. Dad, gib der Familie eine Chance. Hey, Sexy, siehst gut aus. Meine Poren waren noch nie so straff. Es geht noch straffer. Oh Gott. Ich hatte Zweifel, dich mitzunehmen, aber mir war nicht klar, dass du mich die ganze Zeit nur blamieren würdest. Wie kannst du deinem Vater so was sagen? Alles, was ich für dich tue, was ich je für dich getan habe, ist zu deinem Besten. Hey, Dad, sieh nur, ich kann tauchen! Mach dich nicht zum Idioten, indem du versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist. Meine Güte. Oh, scheiße. Sebastian, deine Hose! Von Versace, gefällt sie dir? Nein, du Schwachkopf, zieh sie hoch! Nein. Schatz, meine Mom vergisst dieses Bild nie. Mein Vater kennt ein altes italienisches Sprichwort. Familie ist nicht eine wichtige Sache. Sie ist die wichtigste. Entspann dich einfach, dafür sind wir hier. Ja, ich bin entspannt. Ich hab Sandalen an. Du siehst aus wie der Killer von John Wicks Hund. Wer ist das? Wer ist John Wicks? Hoch damit! Steh still! Komm schon, steh still! Los. Moment, jetzt, Moment, jetzt, Moment. Jetzt! Versuchen wir es nochmal mit Ninja-Sternen. Hey, wieso nehmen wir eine Frucht, die genauso aussieht wie mein Kopf? Hör auf zu quatschen, du störst meine Konzentration. Alles cool, chill. Er wird sterben. Habt ihr das gehört? Was war das? Tja, da können wir wohl nichts mehr machen. Holen wir uns eine Pizza? Killer Chicken. Was sind denn das für Dinger? Sehen irgendwie aus wie kleine Shreks. Dafür haben wir unser Leben lang trainiert. Oh mein Gott! Oh mein, mir wird schlecht. Leo, oh was Gott, ist passiert? Ist doch nicht verletzt? Ich steck immer noch in meinem Bein. Ich gebe an dich!
also Babyschildkröten, die in Kontakt mit geheimnisvollem Glibber kamen. Oh, wir bevorzugen den Ausdruck Us, aber ja. Es erklärt mir, naja, es ist einfach schön. Es geht doch leichter von der Zunge, ja. Us. Das ist schön, oder? Us. Heute wird der beste Tag aller Zeiten. Ich liebe Sonnenschein und Schmetterlinge, aber am allermeisten liebe ich Dark. Hey! Fresse, du Scheißköter! Verdammtes Stück Scheiße. Das ist Dark, das beste Herrchen der Welt. Wir spielen immer ein Spiel, das heißt Fang und Fuck. Fang? Er setzt mich einfach irgendwo ab und fährt ohne mich nach Hause. Und wenn ich den Ball wiederbringe, sagt er, Fuck. Dann weiß ich, ich hab gewonnen. Hey, Süßer. Lust auf eine haarige Nummer? Ach so, danke. Aber nein, danke. Ich schwör dir, der Arsch hat dich ausgesetzt, Kleiner. Nein, auf keinen Fall. Du bist offiziell ein Streuner. Aber dann würde Doug mich nicht lieben. Armer kleiner Scheiße. Ich sollte besser mit ihm reden, so als Therapiehund. Mensch, das Leben hier auf der Straße kann so verdammt geil sein. Von mir wird mir ganz schwummrig. Warte, wie das knallt, wenn du die Maus da knallst. Ich hab total Spaß. Was will denn die Promenadenmischung? Willst du Stress, Wichser? Du mit deiner bescheuerten, blondierten Igelfrisur. Wie war das? Geht's noch? Sehr ich will das hier nicht eskalieren lassen. Du bist ein Straßenhund. Du kannst machen, was du willst. Ich gehe wieder zu Doug zurück. Was? Wie, bist du bescheuert? Und dann beiß ich ihm seinen Schwanz an. Oh. Sagte er gerade beißen? Ja, ich bin zwar noch leicht besoffen, aber... Ich sagte, ich werde ihm seinen verdammten Schwanz abbeißen. Ah, wir machen alles platt, das geht. Das wird was heute. Du hast aber schon mal gerammelt, oder? Rammeln stand nie so im Vordergrund. Geht doch, Reggie. Mach ich nicht gut? Besorgst deinem Sohn, Daddy. Hey, Zwerg, ich bin dein Vater. Schön, dich zu treffen. Reggie. Auch wenn die Umstände etwas merkwürdig sind. Reggie. Wir wissen nicht, wo wir sind. Und meine kleinen Pfötchen tun echt scheiße weh. Also wie viel schlimmer kann's noch werden? So eine Scheiße! Shit. Jungs, jetzt wird dein Schwanz abgerissen. Was ist denn das? Sieht essbar aus. Oh, shit. Ich bin raus. Du siehst so anders aus. Shit, du siehst auch anders aus. Echt? Liegt wohl an meinen Menschenhänden. Gary! Beschlagnahmung von Vermögenswerten. Die kassieren mein Auto? Du hast mich geghostet. Darum geht's also? Gestern Nacht dachte ich noch, ich vermisse den Fucker. Ist das wahr? Buongiorno! Das ist mein Cousin. Ich schwöre vor Gott, er ist mein Cousin. Er ist mein Cousin zweiten Grades. Bei dir stimmt was ganz und gar nicht. Ich bin Uber-Fahrerin und habe kein Auto. Ich verliere mein Haus. Und das hier? Brauchst du ein Auto? Date diesen Sommer unseren Sohn. Hol ihn vorm College aus seinem Schneckenhaus. Dafür gibt es einen Buick Regal. Date ist in Anführungszeichen. Ist doch ein Scherz, oder? Nein, hast du schon mal Helikoptereltern erlebt? Würde mich nicht wundern, wenn sie ihn selbst ficken. Maddie, wir machen uns solche Sorgen um unseren Sohn. Wir möchten, dass du ihn kennenlernst und nicht nur datest. Aber auch daten. Date ihn hart. Ich date ihm das Hirn raus. Er arbeitet ehrenamtlich im Tierheim. Hi, darf ich dein Ding mal anfassen? Was? Dein Hund. Wie wär's, wenn ich dich nach Hause fahre? So geht's nicht zu mir nach Hause. Ist eine Abkürzung. Was hast du denn da unten? Warum? Du wolltest mich kidnappen! Du bist 19, werd erwachsen! Wie läuft's mit dem Kleinen? Wir gehen heute Abend aus. Er bekommt einen Long Island Iced Tea. Darf ich überhaupt hier sein? Du kannst nicht vor allem Schiss haben. Das ist der ekligste Iced Tea, den ich je hatte. Okay, one thing about me, I'm the baddest alive. Bis jetzt ist der Junge unfickbar. Vielleicht ist er nur nervös. Locker ihn doch einfach auf. Gehen wir nackt baden. Was ist mit den Haien? Gibt keine. Und Quallen? Falsche Jahreszeit. Der Mangel an Rettungsschwimmern macht mich. Wir wählen jetzt sofort deinen Arsch hier rein. Okay. Das Beste am Älterwerden ist, dass einem scheißegal ist, was die Leute denken. Oh Gott, mach, dass du wegkommst. Du gehörst hier nicht her. Fass aber hey, bleib weg von ihr! Beruhige! Oh, oh shit! Oh fuck! Sandwich-Kind. Zwei Brüder. Wir sind uns sehr nahe, leben aber in verschiedenen Staaten. Einzelkind. Kindheitsfaszination. Weihnachten. Magie. Ich heiße Michael. Bist ein toller Tänzer. Und du ein miserabler Lügner. Und das ist Kind. Ich stellte mir immer vor, dass mein Leben eine typische Rom-Com ist.
bist so selbstsicher. Du ziehst dich aus wie ein Stripper auf einer Bachelorette-Party. Oh, ich dusche normalerweise in Klamotten. Kannst du vielleicht mal was sagen? Gehen wir heute Abend zu dir. Meine Tür, bevor wir da reingehen. Jetzt mach endlich auf. Okay. Was ist das, Michael? Das willst du gar Lieber nicht. Lieber Gott, da sind ja auch welche drin. Ach, Papa. Ich finde dich so toll und ich habe Angst, dass du mir irgendwann das Herz brechen wirst. Mom, Dad, das ist mein Freund Mike. Ein Freund? Ja, Mom, nur ein Freund. Was soll das Theater? Wer ist dieser Mann? Er ist mein Partner. Dein Partner? Finde ich gut, Kid. Wir sehen vielleicht nicht so aus, aber eigentlich sind wir ganz schön hip. Oh mein Gott. Wir wollten sogar nach Woodstock. Lächeln. Mach ich doch. Lass uns einfach diesen schönen Moment genießen. Kate, was ist denn los? Alles okay? Kein Grund zur Panik, Mike. Ich gehe morgen zum Arzt. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Ich hatte immer Angst, dass mir Kate das Herz bricht. Was er dann auch tat. Er hat es aufgebrochen. Man muss das Leben nehmen, wie es kommt, denn es gibt kein anderes. Rückblickend ist das weniger eine Rom-Com und mehr eine Love-Story. Er kann keine 4 Stunden sitzen. Sie haben uns ein Bett versprochen. Die Betten sind alle besetzt. Geben Sie meinem Mann ein Bett! Das war echt Oscar-reif. Klappte auch bei Shirley MacLaine. Tut mir leid, dass ich dir nie gesagt habe, was für ein sexy Arsch du in der Khaki-Hose hast. Ich hatte Angst, wenn du verstehst, wie wunderschön du bist, dass du mich dann verlässt. Danke für die Einladung. Das war Kids Idee. Ich war vehement dagegen. Und wie immer bei Love Stories, sie enden nie. Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich sehr aufgeregt, den Abschluss der Daedalus-Trilogie vorzustellen. Der Mann, der nicht sterben wollte. Ja, es ist ein weltweiter Bestseller. Die Übersetzungen starten zeitgleich im Dezember. Du hast deine Übersetzer in einen Bunker gesperrt und behandelst sie wie Vieh. Hatten Sie eine gute Reise? Ihr Aufenthalt darf keinerlei Spuren hinterlassen. Ihr Vertrauen ist riesig. Für einen zeitgleichen weltweiten Start zu übersetzen, ist in dieser Form eine Premiere. Sie können sich sehr glücklich schätzen. Nach Ihnen. Seit Beginn des Projekts waren 3 der Übersetzer oben im Haus und ich denke, dort könnten sie ins Internet gelangt sein. Daedalus ist nicht einfach ein Thriller. Es geht um Reue. Die ersten 10 Seiten von Daedalus Band 3 gehören dir nicht mehr. 5 Millionen Euro und die Blutung wird gestoppt. Bezahle innerhalb von 24 Stunden oder die nächsten 100 Seiten werden morgen im Netz veröffentlicht. Wir sitzen doch alle bereits im Gefängnis. Entschuldigen Sie, ich dachte bloß, wenn Sie nicht bezahlen, dann sind Sie am Arsch. Niemand wird den vollen Preis für ein Buch bezahlen, das er zur Hälfte bereits gelesen hat. Ich weiß, dass du es bist. Ich weiß es. Ich werde es beweisen. Ihr werdet schon sehen. Was auch immer, tun Sie es jetzt. Das reicht. Das muss jetzt aufhören. Es ist zu spät, Alex. Ich lese es immer wieder. Ich muss wissen, wie Sie es geschafft haben.